Der VR-Shooter Half-Life Alyx steht vor der Tür und schmeißt den Spieler mit seinem Freiheitskampf gegen die Combine in die Wirren zwischen Teil 1 und 2. Wir bringen euch mit einem Story-Rückblick, der auch die Erweiterungen abdeckt, auf den neuesten Stand. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. Der zentrale Ausgangspunkt von Half-Life ist die geheime Forschungseinrichtung Black Mesa in der Wüste New Mexicos. Protagonist und Physiker Gordon Freeman bekommt höchstpersönlich zu Gesicht, wie sehr die Experimente an außerirdischen Energiekristallen schiefgehen. Statt neuartiger Kraftwerke bekommt die Menschheit also Besuch von Aliens, die in Massen aus einer Parallelwelt durch Dimensionstore in den Forschungskomplex strömen. Als sich Gordon in Richtung Oberfläche kämpft, um Rettung für die verbliebenen Kollegen zu holen, stellt sich jedoch heraus, dass auch die entsandten Marines zu seinen Gegnern gehören. Da die Einheit es nicht schafft, den Vorfall zu vertuschen, wird als nächstes sogar ein Black Ops Spezialkommando losgeschickt, um das Malheur auszubügeln und alles auf dem Gelände, was auf den Vorfall hindeuten könnte, auszulöschen. Auf dem Weg in den benachbarten Lambda-Komplex gerät Gordon auch in ein Versuchslabor, in dem offensichtlich Versuche an Wesen aus der Parallelwelt Zen durchgeführt wurden. Höchstwahrscheinlich war der Zwischenfall also nicht der erste Kontakt und die Menschen nicht so unschuldig an der Alien-Invasion wie zuvor gedacht. Wissenschaftler waren schon vor der Resonanzkaskade auf Xen und nahmen dabei munter Kreaturen mit nach Hause. Und hinter den Kulissen ziehen noch größere Mächte die Fäden. Zumindest deutet darauf der gelegentliche Auftritt des mysteriösen G-Man hin, der Freemans Handlungen überwacht. Am Ende von Teil 1 bietet er Gordon sogar einen Job an, den man vor dem Abspann annehmen oder ablehnen darf. Andernfalls müsse man eine Schlacht schlagen, die man nicht gewinnen kann, so der geheimnisvolle Anzugträger. Lehnt man den Job ab, wird Gordon von einer Alien-Armee festgenommen. Stimmt dazu, tritt er in ein Portal ein, bevor das Bild ausblendet. Time to choose. Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead. Die beiden Erweiterungen Opposing Force und Blue Shift spielen gleichzeitig zu Half-Life 1 und zeigen die Geschehnisse aus einem anderen Blickwinkel. In Opposing Force übernimmt man die Rolle des ahnungslosen US Marine Corporal Adrian Shepard. Als einziger Überlebender nach dem Hubschrauberabsturz seiner Einheit muss er sich durchs Chaos des Black Mesa Areals kämpfen, wo sich die Black Ops Einheiten bereits Gefechte mit Aliens liefern. In Blue Shift schließlich übernimmt man die Rolle von Black Mesa Wachmann Barney Calhoun, dem man bereits früher gelegentlich begegnete. Nach seiner erfolgreichen Flucht aus Black Mesa wird er übrigens zu einem Führungsmitglied des Widerstandes. Auch andere Schlüsselfiguren tauchen im Laufe der Serie immer wieder auf, darunter Gordons alter Mentor, der etwas kindisch auftretende Dr. Kleiner. Als produktiver Autor von Publikationen über Teleportation und interdimensionale Reisen wird er später zum wissenschaftlichen Leiter des Widerstandes. Nach den Geschehnissen aus Half-Life 1 und seinen Add-ons schafften es die Combine mit Hilfe eines Portalsturms, die Erde in nur sparsamen 7 Stunden zu erobern. Unter der Marionettenregierung von Dr. Wallace Breen wurden die überlebenden Menschen in nummerierte Ballungsgebiete umgesiedelt, wo sogenannte Hemmfelder die Fortpflanzung verhindern. Auch die osteuropäisch anmutende City 17 befindet sich unter der Kontrolle des 3,4 Kilometer hohen Zitadellenwolkenkratzers. Aufrechterhalten wird die Schreckensherrschaft unter anderem mit Hilfe technisch manipulierter Aliensklaven und gehirngewaschener Menschen-Cyborgs. Auch die berühmten Strider auf ihren langen Stelzen flößen dem Fußvolk natürlich gebührenden Respekt ein. Außerhalb der Städte wuseln eher Kreaturen wie Ameisenlöwen, Kopfkrabben oder davon befallene menschliche Zombies durch die Botanik. Half-Life Alyx versetzt den Spieler in diese Welt, und zwar noch bevor Gordon Freeman 20 Jahre nach Half-Life 1 aus der Stasis erwacht. Die vom Spieler gesteuerte Alyx Vance und ihr Vater Eli Vance haben als Gründer des aufkeimenden Widerstandes ihre wissenschaftlichen Aktivitäten heimlich fortgeführt, um wichtige Werkzeuge für den Befreiungskampf zu entwickeln. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Half-Life 2 beginnt mit einem Auftritt des G-Man. Nachdem Gordon von ihm aufgeweckt wurde, um eine neue Aufgabe zu erledigen, wird er von Barney vor der Festnahme gerettet und in Dr. Kleiners Labor geschickt. Von dort aus soll er zusammen mit Alyx nach Black Mesa East teleportiert werden. Da Dr. Kleiners domestizierte Kopfkrabbe dazwischenfunkt,
geht der Plan allerdings schief und der Spieler muss sich auf die altmodische Art durchkämpfen. Natürlich auch mit Hilfe der ikonischen Brechstange sowie diverser Schusswaffen. Das coolste Spielzeug erwartet ihn aber bei seiner Ankunft am Stützpunkt. Mit der spielerisch revolutionären von Alex überreichten Gravity Gun lässt sich schließlich alles Mögliche aus der Umgebung aufheben und physikalisch korrekt durch die Gegend schleudern. Nach der Flucht vor einem Combine-Überfall teilt Alex Gordon per Funk die Position von Dr. Vance und Dr. Mossman mit, die von den Combine entführt wurden. Nach einem Buggy-Ausflug an diversen Außenposten der Rebellen entlang findet er sogar eine Möglichkeit, die Ameisenlöwen im alten Gefängniskomplex Nova Prospect für sich kämpfen zu lassen. Im neu aufgebauten Teil der Anlage werden Alex und Gordon allerdings Zeuge davon, dass die Menschen in Krisensituationen nicht immer gut zusammenhalten. Der zwielichtige, weißhaarige Dr. Breen hat sich mit Dr. Vance Assistentin Dr. Mossman verbündet und sich mit ihr für einen Sabotageakt in die Zitadelle gebeamt. Bei Gordons folgender Teleportation geht natürlich mal wieder alles schief, weshalb Alex und er erst eine Woche später in Dr. Kleiners Labor auftauchen, während der Aufstand der Menschen gegen die Besatzer bereits in vollem Gange ist. Im allgemeinen Chaos erreicht Gordon das Zitadellenbüro von Dr. Breen und trifft zum Showdown dort Alex, Dr. Vance und Dr. Mossman. Als der Fiesling Gordon vom Abblasen der Rebellion überzeugen will, wendet sich seine Verbündete Dr. Mossman gegen ihn. Damit Dr. Breen nicht mit dem Teleporter fliehen kann, löst Gordon eine Explosion im Reaktor der Zitadelle aus. Kurz vor dem großen Knall erscheint dann wieder mal der offensichtlich sehr mächtige G-Man auf der Bildfläche, um die Zeit zu manipulieren, die Explosion zu stoppen und Gordon zu guter Letzt wieder in Stasis zu versetzen. Anstatt Ihnen nun eine freie Wahl vorzugaukeln, erlaube ich mir, für Sie zu entscheiden, wenn Ihre Zeit wieder kommen sollte. Der mysteriöse Besucher hat dabei allerdings nicht mit den Vortigons gerechnet, die zu Beginn der Erweiterung in Episode 1 ihren großen Auftritt bekommen. Die freundlich gesinnten Aliens wurden in Teil 1 von ihren Sklavenhalsbändern befreit und zahlen Gordon den Gefallen jetzt zurück, indem sie ihn und Alex vom Zugriff des G-Men retten. Zum Schluss von Episode 1 schafft es das Duo vor einer gewaltigen Explosion der Zitadelle zu fliehen, die für die Evakuierung der Allgemeinheit noch ein wenig herausgezögert werden konnte. Wie sich herausstellt, wurde das Bauwerk aber absichtlich von den Combine gesprengt, um so doch noch eine Nachricht zu ihrer abgeschnittenen Heimatwelt senden zu können. In Episode 2 besorgt sich das Duo den Zugang zu einer Superwaffe. Per Rakete soll ein riesiges Portal der Combine zerstört werden, damit es nicht noch mehr ungebetene und schwer bewaffnete Aliens auf die Erde lässt. Die gestohlenen Daten aus der Zitadelle offenbaren zudem, dass auf einem verschwundenen Schiff mit dem Namen Borealis Experimente betrieben wurden, die der Menschheit einen gewaltigen Vorteil verschaffen könnten. Eigentlich werden Alex und Gordon auf den Weg geschickt, um den Kahn zu bergen. Dr. Vance bittet Gordon jedoch, ihn zu zerstören, um zu verhindern, dass ein weiteres Portal zum Combine-Universum geöffnet wird. Verantwortlich für die Tests an Bord ist übrigens Black Mesas Konkurrenzunternehmen Aperture Science Laboratories, die auch aus dem Knobelspiel Portal bekannt sind. Kurz vorm Start des Hubschraubers zur Borealis greifen die Combine an, töten Dr. Vance und versuchen auch seine Tochter zu erledigen. Alex Roboterhund Doc schlägt sie jedoch in die Flucht. Und das Letzte, was Gordon mitkriegt, ist Alex Trauer um ihren verstorbenen Vater. Mit diesem Cliffhanger lässt Valve die Fangemeinde mittlerweile seit 2007 hängen. Über Episode 3 ist bislang nur wenig bekannt, abgesehen vom arktischen Schauplatz oder der wichtigen Rolle des G-Man. Vorerst müssen Fans sich also damit begnügen, noch einmal in die Zeit zwischen Teil 1 und 2 einzutauchen, wenn Half-Life Alyx am 23. März für alle gängigen PC-VR-Headsets erscheint. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, kommentiert unten fleißig und abonniert uns. Und vergesst die Glocke nicht, dann seht ihr nämlich alle unsere Videos.